Ich habe in der CDU mitgearbeitet seit 1946. Wir wollten ja wissen, wie geht das überhaupt in der Demokratie, und hatten einen, der war in der Weimarer Zeit im Stadtrat von Linz, wo ich herkomme. Und da waren wir 8, 12 junge Leute, die sich wöchentlich oder alle zwei wöchentlich trafen, um mit ihm zu reden. Und er hat uns gesagt, wie man Einladungen schreibt, wie man dieses macht und jenes macht. Die einfachsten Dinge waren unbekannt. Damals ging es um das Nächste, was zu tun ist. Ob das schön ist oder langweilig ist oder nicht, spielte keine Rolle. Es musste gemacht werden und wurde gemacht. Und das war das Entscheidende, warum wir dann auch durchgehalten haben. Das Wichtigste war natürlich bei der Gründung der Union, dass eine Partei gegründet wird, die die Konfessionsgrenzen überschreitet. Das Zweite war, dass es natürlich war auch für mich von Bedeutung, besondere Bedeutung, dass die CDU Volkspartei war. Dass sie keine Klassenpartei war, Arbeiter, Mittelstand, Unternehmer. Das war ja auch ihre Stärke und ist ja auch durch die Wahlen bestätigt worden. Mein Name ist Heinz Schwarz, bin jetzt 86 Jahre alt und hoffe noch viele gute Jahre zu haben, auch meine kritischen Bemerkungen zur eigenen Partei äußern zu können.